Ich spreche mit Bernadette Lahengst. Roland Crispin, schönen guten Tag. Hi. Schönen guten Abend. Benny Grapp in Hamburg. Sebastian Esser. Tim Pritlove. Anna Magdalena Bössen. Georg Dahm und Dennis Dilber. Thorsten Witt. Sascha Förster. Konrad Lauten. Ich spreche mit Dennis Weinert und wir reden über das Projekt A World in Distress. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Schwarmtaler, der Crowdfunding-Podcast. Bei Schwarmtaler, dem Crowdfunding-Podcast, werden interessante Projekte aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt. Was bedeutet es, für seine Meinungen aufzustehen? Wie ändert sich das Leben, wenn man sozusagen mutig wird? Und das und was für ein Gesicht hat dieser Widerstand dort in Mals? Weil ich finde ihn besonders sympathisch, intelligent, faszinierend. Also es ist ungeheuerlich. Ist das eine Hymne oder ist das gegen Europa? Wir zerstreiten uns hier in unserer Politgruppe total. Mhm. Gib uns die Antwort. Und das geht natürlich nicht. Es steckt wirklich beides drin. Und es steckt sowohl Melancholie drin, als auch die Wut da drin. Oder über die Flüchtlingspolitik, aber auch die Sehnsucht danach, sich in sowas wie Europa neu zu definieren oder zu Hause zu fühlen. Und haben dann eine Website aufgesetzt, die sich genau mit dem Thema beschäftigt, nämlich dem Widerstand in der Lausitz. Und das ist ein Interviewprojekt, wo wir mit Personen Interviews geführt haben, die ihre Sicht der Dinge schildern, was der Braunkohletagebau für sie persönlich bedeutet. Also die Geschichte ging so weiter, dass Stefan nachher freigesprochen worden ist. Aber dass es natürlich sich nicht verändert hat, die ganze Situation. Also jetzt ist das ja alles mal so ein bisschen an die Öffentlichkeit geblubbert, weil es wirklich so viele Menschen sind, dass man das jetzt nicht mehr zurückhalten konnte. Aber das Sterben da draußen, das gibt es schon ganz, ganz lange. Und Frontex gibt es übrigens auch schon ganz, ganz lange und den Stacheldraht im Meer. Wie extrem diese Menschen dort bewaffnet sind, das war uns überhaupt nicht klar. Man muss dazu sagen, die Filipinos sind wirklich eine Waffenkultur, kann man nicht anders sagen. Das haben da auch andere Leute von Polizei und anderen Behörden uns bestätigt. Das schwierigste Wort an deinen durchaus sehr klugen Gedanken dazu ist das Wörtchen Mann. Wer ist Mann? Zum Beispiel kannst du auch nicht mehr in der Ukraine jetzt sagen, Mann, also die Gesellschaft, das Volk, möchte. Es ist unmöglich, es ist wirklich nicht möglich. Es gibt zu viele verschiedene Richtungen. Das heißt, es ist momentan auch so ein bisschen eine kleine Revolution im Gange, dass Leute sagen, ich will das gar nicht mehr, diesen grenzenlosen Konsum, dass man ja immer denkt, dass es um Verzicht geht. Aber das ist gar nicht unbedingt ein Verzicht, es ist ein Zugewinn. Du bist auch ganz, ganz, ganz erdig, also bist wirklich mitten bei diesen vielen, vielen Menschen, aber du bist auch mit dir in so einer Dankbarkeit, die man ja nicht beschreiben kann. Also, dass man sowas erleben darf, dass man sowas machen durfte und das auch noch so den Leuten gefällt, das war unglaublich, das war wie Weihnachten. www.schwarmtaler.de Aber mehr erzähle ich nirgendwo als hier mit dir. Wirklich.